Herzlich willkommen im Keller und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, darf man im Wald Bäume fällen? Der einfache Fall, man geht mit der Kettensäge in den Wald und sägt die Eiche um. Nein, darf man selbstverständlich nicht, es sei denn, die gehört einem oder man ist zufällig irgendjemand, der vom Besitzer der Eiche dazu angewiesen wurde, die zu fällen. Das ist ja klar, das muss ich niemandem erzählen. So, und alle anderen Fälle, die sind jetzt schon etwas differenzierter. Zunächst mal gibt es ein grundsätzliches Verbot in Deutschland, Forstpflanzen zu beschädigen. Heißt, man darf nicht hingehen und einfach irgendeinen lebenden Baum kaputt machen, sofern es sich um eine Forstpflanze handelt. Das ist der springende Punkt. Ein Baum, der keine Forstpflanze ist, den dürfte man theoretisch dann fällen, wenn er so klein ist, dass er unters Nutzung von Naturerzeugnissen Recht aus dem Bundesnaturschutzgesetz fällt. Da steht nämlich drin, dass man Naturerzeugnisse für sich selbst, für den Eigenbedarf nutzen darf, bis zur Größe bzw. bis zur Menge von einem Handstrauch oder so quasi zwei Handvoll. Grob. Das mit dieser Mengenangabe ist halt wirklich so ein bisschen interpretationswürdig. Ich persönlich interpretiere das so und würde es auch so weitergeben wollen, dass man sich pro Tag so einen dünnen Haselstock oder was zum Beispiel aus dem Wald raussägen kann, um daraus für die Kinder einen Bogen zu bauen. Beziehungsweise man nimmt die Kinder mit, zwei Kinder, ist zu dritt, dann kann man sich auch drei solche Stöcke absägen, weil das gilt immer pro Person und pro Tag. Das wäre also auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich was zu fällen, in Anführungszeichen, was in Anführungszeichen ein Baum ist. Ein Hasel ist ja nur ein Strauch, aber es ist halt schon vergleichbar mit einem Baum. Ich fasse also jetzt, darf man Bäume fällen und darf man Sträucher fällen, in diesem Video jetzt einfach mal zusammen. Springender Punkt ist also, es darf keine Forstpflanze sein und dann darf man da auch was fällen, wenn es halt eben nicht über diesen Handstrauch mengenmäßig hinausgeht. Wenn man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt aber fünf Gestalten, die hier im Wald rumspringen und jeder von uns darf einen Handstrauch sammeln. Dürfen wir jetzt unsere fünf Handsträucher zusammenlegen und damit einen zum Beispiel so dicken Haselast absägen? Weiß keiner, ist eine rechtliche Grauzone. Könnte man vielleicht eventuell schon tun. Ich würde es machen. Sage ich jetzt einfach mal. Würde ich machen und dann halt damit eben argumentieren, ja, wir sind aber fünf Personen, jedem von uns steht ein Handstrauch zu. Also das wäre jetzt so eine Möglichkeit, um an dickere, gefällte Bäume sozusagen ranzukommen. Solange es sich eben nicht um eine Forstpflanze handelt. Außerdem ist dabei noch zu beachten, dass man den Wald in seiner Funktion nicht beeinträchtigen darf mit dieser Sammlerei, die man da betreibt. Wenn also an einer einzelnen Stelle ein einzelner Haselast steht und den sägt man jetzt um mit der, wir sind fünf Personen, fünf Handsträuche, Begründung, dann ist das auf jeden Fall eine Veränderung des Waldökosystems, weil da jetzt plötzlich keine Hasel mehr da ist. Heißt, an der Stelle fallen auch keine Haseln mehr zu Boden und da können keine neuen Haseln wachsen. Es verändert halt schon einiges. Das dürfte man dann nicht tun. Aus einem Haselgebüsch, wo es jede Menge Haseln gibt, dann einen so einen dicken Storken da rausnehmen. Das ist wurscht, das macht keinen großen Unterschied. Meine Interpretation. Das müsste letztendlich, das sage ich in jedem Rechtvideo, ein Richter letztendlich entscheiden, wie das jetzt genau zu interpretieren ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ist jetzt, was ist denn im Wald zu finden, was man fällen kann, was davon keine Forstpflanze ist. Und da gibt es im Wesentlichen mit Vorsicht zu genießen Weiden, weil die völlig unwirtschaftlich nutzbar sind, außer man hat sie unter bestimmten Bedingungen angepflanzt. Im normalen, regulären Wald sind sie aber keine Forstpflanze, würde ich jetzt mal so behaupten. Auch da müsste man eventuell sich dann vielleicht auf einen Rechtsstreit einlassen, aber ich zähle sie jetzt mal dazu. Vor allem sind die ja für unser Eins auch wirklich interessant. Die haben so ein weiches Holz, man kann da alle möglichen tollen Projekte mit anstellen, insbesondere wenn man mal ein bisschen dickeren Stamm hat, an dem man rankommt. Auch da gilt natürlich wieder, wollt ihr so einen Weidenstamm haben, dann müsst ihr halt mit 5, 6 Personen da anrücken, damit das dann wieder rechtlich gesehen soweit passt. Hasel habe ich schon genannt, das ist eigentlich der Klassiker schlechthin, das universelle Holz für so ziemlich alle Bastel- und Bauprojekte, die man aus dem Wald so gerne mit nach Hause bringen möchte. Es hat ja auch tolle Holzeigenschaften, ist dabei trotzdem noch sehr hart und elastisch, auch ein relativ schweres Holz, trotzdem gut zu bearbeiten, gerade wenn es noch frisch ist,
weiß ja jeder selber, der mit dem Messer schon mal einen Haselstock da quasi abgesäbelt hat. Das geht schon noch relativ gut. Da gibt's Schlimmeres. Versucht das gleiche mal mit getrockneter Hasel. Da wird die extrem viel widerstandsfähiger und so einfach abschneiden und kurz mal so ein bisschen umwiegen und dann abschneiden, das funktioniert dann nicht mehr. Das nur mal am Rande angemerkt. Und dann gibt es noch Cornus Mars, also die Kornelkirsche, Cornus sanguinea, den blutroten Hartriegel, beides auch im Wald zu finden, beide Sträucher. In meinen Baumbestimmungsvideos habe ich beide schon angesprochen. Und im Wesentlichen, also so mengenmäßig häufig vorkommend und für uns auch überhaupt eine Rolle spielend, war es das. Ein Holunder gibt es zum Beispiel noch, könnte man auch abschneiden, macht aber keinen Sinn, weil aus dem Holunderstock, der ist innen hohl, kannst du nichts machen. Nichts, außer ein, ja gut, ein hohles Rohr. Wer ein hohles Rohr braucht, der ist beim Holunder richtig. Aber das war es eigentlich an Sachen, die wirklich ein brauchbares, nutzbares Holz, wie gesagt, ergeben. Interessant ist jetzt natürlich noch, was ist mit toten Bäumen? Und da müssen wir jetzt unterscheiden, rechtlich. Und, na sagen wir mal, ethisch-moralische Gründe. Rechtlich gesehen, Forstpflanzen nicht beschädigen, toter Baum immer noch Forstpflanze. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja schon tot. Und das ist jetzt halt auch wieder so eine rechtliche Grauzone. Ist eine schon tote Forstpflanze beschädigt, wenn man sie danach noch umkippt? Man kann aber auch damit argumentieren, dass man es deswegen nicht darf, weil man das Waldökosystem quasi beeinträchtigen würde. Das gilt allerdings natürlich nur ab einer gewissen Größe und einem gewissen Volumen von dem toten Stamm, der da rumsteht. Und ich würde jetzt nach persönlicher Abwägung mal 10 cm sagen. Das ist kein absoluter Wert, das kann mal ein bisschen mehr, das kann mal ein bisschen weniger sein. Über 10 cm sind die Sachen so dick, dass es potenziell möglich wäre, für viele verschiedene Tierarten insbesondere und Pilze in diesem toten Stamm quasi Einzug zu halten. Beispiel Pilz. Wenn man mal nicht wie üblich als Pilz am Boden sein Unwesen treibt, sondern in einem Stamm schön nach oben kriechen kann, dann hat man auch die Möglichkeit, da oben einen schönen Baumpilz auszubilden. Die kennen wir ja, ein Zunderschwamm wäre ein Beispiel. Und die Pollen, die dann da rausrieseln, fliegen natürlich viel, 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 viel weiter, als wenn die in so einem kleinen Pilz 3 cm über dem Boden abgelassen werden. Dann kommen die nicht weit. Das ist also so der springende Punkt. Ist also wichtig für die Ausbreitung von wichtigen Pilzen, die für das ganze Waldökosystem entscheidend sind. Das würde man beeinträchtigen, wenn man jetzt hingeht und kickt so einen Baum um oder sägt den um. Außerdem, ab einer gewissen Dicke, gibt es natürlich auch höhlenbrütende, sympathischere, größere Tiere wie ein Specht und alles, was danach gerne in Spechthöhlen wohnt. Das kann zum Beispiel auch ein Siebenschläfer sein oder ein anderer Bilch. Also diese ganzen Schläfer, Siebenschläfer, Gartenschläfer und die Haselmaus, das sind Bilche. Die werden so zusammengefasst. Nur mal kurz, für die Leute, die nicht wissen, was ein Bilch ist. Das wäre eine Möglichkeit. Ein Waldkauz könnte sich in einer ehemaligen Spechthöhle breit machen. Diese super sympathische, ich sag mal Standard-Waldeule. Die meisten Eulchen, die man im Wald mal zu sehen bekommt, wenn man wirklich das Glück hat, man sieht eine, ist am häufigsten ist der Waldkauz, also ein super sympathischer Geselle. Das ist auch meistens derjenige, der Buh ruft. Also diesen klassischen Eulenruf, den man auch häufiger mal hört, ist meistens auch eben der Waldkauz. Ja, das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Und Käfer noch und nöcher in so einem toten Stamm, ne? Jede Menge Käfer. Das Interessante ist, die Käfer, für die ist auch ein recht kurz dünner toter Stamm noch bis zu einem gewissen Grad interessant, aber doch nur so wenig, dass man vielleicht guten Gewissens schon sagen kann, wenn das Ding dünner als 10 cm ist und wachsen tut es ja nicht mehr, ist ja tot, dann kann man schon umsägen und für was auch immer verwenden. Das geht dann schon. Also aus ethisch-moralischer Sicht. Rechtlich gesehen darf man es halt bezweifeln, dass man es darf. Weil auch dann gehört dieses tote Holz und gerade wenn es dann noch materiell technisch verwendbar ist, weil man es als schönes Brennholz verwenden kann, wenn man daraus noch stabile Hütten bauen kann und so weiter und so fort, dann hat es ja in gewisser Weise schon noch einen Wert und gehört halt demjenigen, dem der Wald gehört. Man nimmt es ihm also weg, wenn man es da absägt und für die eigenen Zwecke irgendwo hinschleift. Also wenn man jetzt mit Diebstahl
argumentieren möchte, das ist auch umstritten. Kann kein Mensch sagen, ob das dann tatsächlich ein Diebstahl ist oder nicht, aber es könnte tatsächlich mal irgendwann potenziell zu einem Verfahren kommen, wo das irgendjemand feststellt und so weiter und so fort. Ich sage nur, könnte. Und wenn man das noch als Argument dazu nehmen möchte, dann darf man halt überhaupt kein Totholz. Das steht, umschmeißen. An dieser Stelle jetzt noch der ganz kurze Hinweis: Holz, das am Boden rumliegt und tot ist, darf man in der Osthälfte Deutschlands in der Regel schon sammeln, bis zum gewissen Umfang. Ich versuche das jetzt so allgemein wie möglich zu halten. Osthälfte beinhaltet Bayern. Ich meine geografische Osthälfte, nicht politische Osthälfte. Und in der Westhälfte eher nicht. Vielleicht mal an einzelnen Orten schon, weil es regional die Erlaubnis dazu gibt, aber tendenziell eher nicht. Das ist, dass man einfach in den Wald gehen kann, um sein Holz zu sammeln, ist tatsächlich eine, wie ich finde, durchaus positive Hinterlassenschaft der DDR. Und in Bayern, gut, die Bayern sind eher anders. ja, aber auch das mit Vorsicht zu genießen, ich wollte es einfach in diesem Zusammenhang nochmal kurz erwähnt haben, dass es mit Holz, das am Boden liegt, in der Regel keine Probleme gibt. Es gibt auch in den westlichen Bundesländern in der Regel keine Probleme, wenn man mit der Menge nicht übertreibt. Aber da ist es nicht unbedingt, nicht in der Regel nicht erlaubt, im Osten oft schon. Bis zu einer, auch hier wieder diese magische Größe von 10 cm. Da gilt dann auch teilweise, was dicker als 10 cm ist, muss man dann halt wieder liegen lassen, weil es dann ökologisch für den Wald interessant wird, wegen den ganzen Tieren, die drin leben können. Okay, und das soll es zu dieser Frage auch gewesen sein, ist, glaube ich, alles, was mir dazu wichtig erscheint, gesagt. Macht's gut.